Wir stehen hier in der Ausstellung Landschaft, Transformation einer Idee, Kunst von 1800 bis heute aus der Sammlung der Neuen Galerie in Graz. Wir stehen hier vor einer Landkarte aus dem Jahr 1670 von Georg Matthäus Fischer von Oberösterreich. Das ist eigentlich ein zeitlicher Exkurs, weil die anderen Exponate in der Ausstellung einerseits das frühe 19. Jahrhundert zeigen und andererseits dann die Zeit ab 1950. Diese beiden Zeiträume sind einander gegenübergestellt. Diese Landkarte ist so etwas wie das Motto für die Ausstellung, denn wir zeigen in der Ausstellung nicht einen Überblick über die Landschaftsmalerei, sondern wir versuchen, verschiedene Bilder, die sich die Menschen von Landschaft machen, in der Ausstellung zu zeigen. Das ist einerseits das künstlerische Bild, natürlich die Malerei, die Zeichnung, die Druckgrafik, aber es ist auch das wissenschaftliche Bild, die Aufnahme der Landschaft, zum Beispiel in der Kartografie in einer Karte, die in dieser frühen Zeit noch die abstrakte Aufnahme und die bildliche Darstellung kombiniert. Das Highlight dieses ersten Teiles bildet der Aquarellzyklus von Josef Kubasek, wo er gemeinsam mit dem so wichtigen Naturwissenschaftler und Forscher Franz Unger am Joanneum in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Entwicklung der Vegetation auf der Welt ins Bild gebracht hat. Der zweite Teil der Ausstellung hier umfasst ein Thema, das wir mitgenommen haben vom ersten Teil der Ausstellung. Es geht hier im Wesentlichen um die mediale Ebene. Wie wird die Landschaft dargestellt? Was haben wir für Möglichkeiten der Darstellung? Zum einen ist es die visuelle Darstellung, die sich wieder in unterschiedliche Bildmedien aufteilt. Das geht bis zur Satellitenfotografie. Während wir im 19. Jahrhundert von der Kartografie ausgegangen sind, sehen wir jetzt durch unterschiedliche technische Möglichkeiten natürlich eine unterschiedliche Konstruktion von Landschaft. Wir haben auch Wind- und Wetterverhältnisse, letztendlich Wind als Wetterphänomen dargestellt. Wir haben die Jahreszeiten, auch das sind Themen, die man aus dem 19. Jahrhundert mitnimmt und die hier im ausgehenden 20. Jahrhundert und jetzt im 21. Jahrhundert sich völlig anders darstellen und völlig anders festgehalten werden. In dieser Arbeit hinter mir beispielsweise, wo der Wind nicht nur als Text vorkommt, sondern auch in seiner phänomenologischen Qualität mit der Bewegung vom W zum D, entsteht letztendlich auch ein Bild des Windes, der sich natürlich auch über eine gewisse Distanz bewegt. Zum Zweiten sind dann Gebiete der Landart zu sehen. Es sind Folgeerscheinungen der Landart, wo also ein ganz zentraler Wechsel gegenüber dem ersten Stock stattfindet, wo die Kunst nicht mehr die Landschaft versucht darzustellen in einer gewissen Art und Weise, sondern wo sie sich direkt mit der Kunst in die Landschaft, in die Prozesse des Klimas, des Wetters, der Bodenschätze, der Ressourcenverteilung letztendlich einmischt, also direkt mit der Realität oder mit der Natur arbeitet. Das ist ein ganz typischer Faktor, der in der Kunst nach 1945 in vielen Bereichen auftritt, in der Landschaft in Bezug auf die Realität als Konstruktion sehr häufig. Okay, die nordkoreanischen Landschaften, das ist eine Arbeit, die habe ich 2013 beendet, ein Jahr lang daran gearbeitet, 2012 bis 2013, und es sind 50 Bilder. Der Ausgangspunkt der Arbeit waren Google oder Satellitendaten, Satellitenbilder. Das heißt, wir haben es hier allesamt mit 50 Luftperspektivbilder zu tun. Und ich habe mir die Freiheit genommen, ich kann über diese Bilder frei in Nordkorea herumfahren, kann Elemente mir rausholen, anschauen, die ich als Tourist in Nordkorea nicht könnte. Und interessant ist aber auch für mich gewesen die Wahrnehmung, dass Nordkorea im Bildmaterial, Satellitendaten, sehr manipulativ dargestellt wird. Nämlich, es ist sicher 90% aller Bilddaten von Nordkorea ist ein winterliches, kaltes, zum Teil schneebedecktes, vereiste Flüsse, sehr unwirtliches Nordkorea, was quasi von Google
würde ich mal so sagen, manipuliert wäre, weil je südlicher ich komme nach Südkorea, desto bewalderter, freundlicher wird die Landschaft. Und das war für mich eine ganz elementare Wahrnehmung, wie wir im Westen, und Anführungszeichen wir, der Plural, im Westen Nordkorea wahrnehmen, wie bereits auch vom Westen Manipulation betrieben wird. Ja, hier haben wir die spektakuläre Serie Das Land von Manfred Villmann, eine Form der Landschaftsdarstellung, die wir sehr schön auch verbinden können mit dem, was bei Hyperamerika die amerikanischen Fotografen uns zeigen. Villmann war sehr beeinflusst von der amerikanischen Fotografie der 1970er Jahre und überträgt aber in einer sehr, sehr eigenen Form viele dieser Methoden in das steirische Land und überträgt aber auch also sozusagen ein historisches Bewusstsein über das steirische Land in seine Fotografien und ist hier ein sehr schöner, zentraler Punkt in der Ausstellung zur Landschaft, zur Konstruktion der Landschaft, wo vom frühen 19. Jahrhundert oder von der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Konstruktionen und Dekonstruktionen des Begriffes der Landschaft gezeigt werden. Ein wichtiger Eckstein in unserem großen Landschaftsprojekt, wo wir in einzigartiger Art und Weise einen Begriff, eine Idee von den unterschiedlichsten Seiten her beleuchten können und dadurch also die interdisziplinären Qualitäten des Universalmuseums Joanneum schön demonstrieren können. Ein Projekt, das wirklich ein großes Panorama der Ideen zur Landschaft abgibt und das eben an verschiedensten Orten verschiedenste Aspekte zeigen kann.